Freunde, was geht ab? Willkommen zu einem neuen Video. Die neue Fortnite-Season ist erst wenige Tage alt und jetzt gibt es schon viele, viele Fragezeichen. Unter anderem die neuen Prophezeiungsbecken. Die sollen uns ja irgendwie unser Schicksal voraussagen. Das Ganze funktioniert aber noch nicht so ganz. Und wir werden heute mal hingehen und schauen, was passiert, wenn wir alle Artefakte der Götter dahin bringen. Vielleicht kriegen wir dann endlich unser Schicksal genannt. Oder halt auch nicht. Aber wartet mal, ich zeige euch erstmal die neuen geilen Sachen im Shop. Und zwar haben wir jetzt Cappies am Start. Zeig dir mal, wie das bei mir aussieht. Ich habe keinen Kappenkopf, aber ist trotzdem niedlich, oder? Sag mal ehrlich. Dazu gibt es jetzt neue kuschelige Jogginghosen. Die sind wirklich ultra flauschig. Eine Lampe in verschiedenen Farben. Ey, die sieht so geisteskrank aus. Und dazu noch neue Mauspads. Und ich sag euch, die haben, glaube ich, Aimbot oder so verarbeitet. Zieht euch das mal bitte rein. Da wir gerade ein bisschen sparen müssen, mache ich die Soundeffekte einfach selber. Piu. Boom, boom. Pow. Kaboom. Let's go, wir haben es geschafft. Oh mein Gott. Alles, was ihr hier seht, bekommt ihr auf jeden Fall bei lolingo.de/wannabe. Außer Wannabe selber. Okay, ich würde sagen, am Anfang gehen wir bei Brawlers Battleground runter. Werden dem ersten Boss hier ein bisschen Chimichanga einheizen. Weiß leider hier gar nicht, wo diese Götterkisten sind. Brauchen wir diese Spots auf jeden Fall. Hoffentlich spielt die Zone mit. Oh Gott, hier ist sogar schon irgendwo einer. Hä? Was, eine Katze? Hallo, bist du eine Katze? Okay, haben wir. Brand New bist du schon mal nicht, mein Freund. Ich mutte den ja wieder. Ich glaube, ich aktiviere den jetzt schon mal. Und einer schießt so voll wild rum. Was ist das? So, erster Boss. Aktiviert. Muss ich den ein bisschen ranhalten. Da schießt sogar irgendeiner auf mich. Hey, Freunde. Ihr seid mega low und könnt überhaupt nichts. Man sieht es ja wieder. Wie sieht die Zone aus? Man weiß es noch nicht. Jetzt. 3, 2, 1. Boom. Boah, das ist okay. Das ist okay, Mann. Wir müssen uns halt nur ranhalten. Oh, da ist noch einer. Auch Raskin. Mit Sniper. Okay, hatte eine Sniper. Snipergewehr immer noch Mick. Mick? Mick? Baba Bubu geil. Alter. Ich werde langsam auch ein bisschen schneller. Aber ich treffe halt leider nicht. So, ich stepp mal kurz. Hau rein. Waffe tauschen. Oh, warst du das? Wie viele Leute sind hier überhaupt runtergekommen? Oh, oh. Wir müssen nachladen. Ich hab gleich keine Maps mehr. Ich wusste nicht, dass so viele Gegner hier sind. Oh, er hat so einen seltenen Skin einfach. Oh mein Gott. Der Skin, den der hatte, ich glaube, den konnte man mit der Switch oder der Xbox nur bekommen. Was passiert hier gerade vom Sound? Sieht das jedes Mal, wenn die auf die Karte kommen? Ich glaube, ne? Okay. Das hast du nicht extra gemacht. Ich glaube, er kommt. Ares wird auf die Fortnite-Karte kommen. Er hat das erste Medaillon dabei und vor allen Dingen die erste mythische Waffe. Da ist er schon. Kann ich schon anschießen? Lol, der quatscht einfach noch. Kassiert schon. Du solltest deine Taktik überarbeiten. Oh Gott, da hinten ist sogar noch ein Gegner. Was hat der für einen geilen Skin? Der ist ja komplett am Leuchten. Bleib stehen, du Schuft. Wer bist du? Ist das Peter Griffin? Ne, ist Peely. Banani, Banani, Alter. Was machst du denn hier? Dude named Phil. Da ist sogar noch einer. Bitte. Oh, meine Waffe ist nicht durchgeladen. Stirb doch einfach. Er hat alles dabei. Er ist der Beste. Okay, das erste Medaillon zu kriegen ist schon geisteskrank schwierig. Einfach 6 Leute sind hier runtergekommen. Komm, stirb mal. Das Problem ist halt, wir müssen uns diese Runde auf jeden Fall sehr, sehr ranhalten. Hat der den Sniper dabei? Lol, der hat mehrere Waffen am Start. Ich wusste das überhaupt gar nicht. Wieder was gelernt. Der droppt wirklich einen Sniper am Ende. Krank, Mann. Wie geil ist das denn bitte? Das ist gut zu wissen auf jeden Fall, Freunde. Das ändert den Plan, den ich hatte. Für ein nächstes Video. So, jetzt nehmen wir das hier auf jeden Fall mit. Das hier nehmen wir mit. Vielen, vielen Dank. Jetzt können wir hier auch abhauen. Ich weiß, wie gesagt, überhaupt nicht, wo diese Schwingen sind. Weil ich diese... Wie geht hier rum? Weil ich nicht weiß, wo die Götterkisten sind. Meine Haare rutschen schon wieder runter. Ja gut, dann nehmen wir erstmal das hier mit. Ist das eine geile Pumpkin? Oha, Mann. Die Runde wird besser und besser und besser. Er kann Motorrad fahren. Komplett underrated diese Season, glaube ich. Was machen wir jetzt nächstes? Gehe ich jetzt zu Underworld oder hole ich noch Zeus weg? Ich weiß nicht genau. Ist auch irgendwo einer gewesen. Wir könnten versuchen, Zeus zu besiegen, aber es dauert sehr, sehr lange immer. Weißt du was? Die Zeit, die haben wir zwar nicht. Hat er die Fähigkeiten aufgehoben? Oh. Ich wollte gerade sagen, dass ich dich damit kille, aber du hast, glaube ich, geklaut, oder? Hä? Der gar nicht. Ey, Leute, ich sag euch, ich werde wegen Fortnite langsam irgendwie ein bisschen irre, habe ich das Gefühl. Wo ist denn jetzt die Zeus-Fähigkeit hin? Ach, die ist hier hinten. Oh Gott. Okay, ist doch noch alles in richtig meiner Birne. Ich dachte gerade, das wäre gar nicht passiert. Nächste Zone, Underworld, ist nicht mehr drin. Das heißt, wir müssen irgendwie nach da hinten kommen. Ich sag doch, es wird unglaublich knifflig, diese Runde. Können wir die Schwingen bitte bekommen? Bitte? Wenigstens das? Nee, können wir nicht. Okay. Dann müssen wir mit Auto fahren. Ich glaube, es hilft nichts. Da hat einer schon Sachen aufgehoben. Hat nichts dabei.
Ich muss fliegen. Wir werden das sonst niemals schaffen. Wird alles aufgemacht. Ist hier noch einer? Das ist nicht gut. Das ist überhaupt nicht gut. Wie soll ich denn jetzt 1600 Meter schaffen? Egal, Freunde, wir versuchen es einfach. Kann sein, dass ein kleiner Speedrun jetzt wird. Oh Gott, der Boss ist auch schon down. Das ist jetzt gut und schlecht. Ich will jetzt nicht außerhalb der Zone so lange gleich sein. Komm schon, gib mir die Schwingen, bitte. Yes. Wo sind die denn hier? Hey, Freunde. Ich würde mir mal ganz kurz gern eure Sachen ausleihen. Da vorne sind sie. Sind die sogar ein Bot dabei? Ich habe jetzt nicht zu viel Zeit verschwenden. Vorne ist er. Er hat fast gar nichts mehr. Ich werde eh wissen, wo du bist, weil der Bot läuft hinter dir her. Guck dir den an. Muskelkater ist auf meiner Seite, Mann. So, her damit, Banani, Junge. Hast du für mich gesammelt? Danke. Er hat noch was dabei. Boah, jetzt über die Pumpgun. Du bist der Wildeste. Ich sag's dir, du bist der Größte, Junge. Weiß noch nicht, wie lange wir jetzt außerhalb der Zone überleben werden. Oh, hat den Heal-Truck kaputt gemacht. Habt ihr zufällig den Boss gesehen? Aber die killen mich jetzt nicht. Lol, Hades ist tot. Die haben es nicht mitgenommen. Was ist das denn? Hä? Das habe ich ja noch nie erlebt. Willst du mir jetzt echt sagen, die haben die Waffe mitgenommen, aber nicht das Medaillon? Okay, das war jetzt irgendwie ziemlich easy, ehrlicherweise. Wie cool ist das denn bitte? Danke, Leute. Wahrscheinlich nur wegen mir und meiner Challenge hier gemacht. Zack, da ist es. Ist wirklich so, ne? Die haben echt das Medaillon liegen lassen. Was? Ist das euer Ernst? Die haben die Waffe mitgenommen, aber das Medaillon nicht. Also, so geil finde ich die Waffe nicht. Das Blöde ist jetzt nur der Olympus gleich nicht mehr dran. Wir müssen uns echt dranhalten. 1:11 noch. Und da müssen wir noch irgendwie dieses Prophezeiungsbecken finden. Wobei ich glaube, davon gibt es relativ viele. Ladies and Gentlemen, so sehen 3 Medaillons aus. Das vierte kommt jetzt gleich. Hoffentlich zumindest. Außer jemand killt Zeus vorher noch. Wir werden uns dann auf die Suche nach dem Prophezeiungsbecken machen. Davon gibt es auf jeden Fall einige auf dieser Karte. Boah, hier ist nicht mal Heilung. Hier ist gar nichts. Ich gehe wahrscheinlich so einfach drauf. Komm, gib her. Das wird mich ein bisschen am Leben halten, aber nicht lange, Mann. Ist da noch Medikit? Beste Leben. Wir brauchen ab jetzt nur noch grün, glaube ich. Ist noch ein Medikit. Boah, ich weiß nicht, ob man Zeus so easy besiegen kann. Mal in 30 Sekunden macht die Zone noch mehr Auge. Macht die schon 2 Attacks? Ich glaube nicht, oder? Aktivieren. Hallo Zeus, schön, dass du da bist, Mann. Ist doch nicht schlimm, wenn du ein bisschen Energie verlierst. Es sind auch nur noch sehr wenig Leute am Leben. Wo ist die ganze Runde geblieben, was die Zeit angeht? 4 Sekunden noch. Stirb doch einfach, Mann. Erste Phase. Wir müssen dann wieder dafür sorgen, dass die dritte Phase aktiviert wird und dass er dann selber durch die Zone stirbt. Boah. Das zockt schon einiges ab hier gerade. Wachen sind aktiv. Oh, Barry Riss ist auch gut. Ich glaube, die sterben gerade auch von der Zone. Aber ich halt auch. Tot. Kann irgendeiner Medikit von euch droppen? Auf korrekt. Bandys sind auch okay. Oh, er lebt wieder. Muss mal ganz kurz voll werden. Ich hoffe echt, dass der von der Zone jetzt stirbt. Das zockt schon gut ab, aber der ist richtig sauer. Boah, das ist so Leben am Limit gerade. Nein, geh doch. Bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Hör auf, ich muss mich vollladen. Ich brauche hier jeden AP jetzt. Das nehmen wir auch noch mit. Guck dir das an, es sind noch 10 Leute am Leben. Das wird das Ende dieser Runde werden. Ja, mach doch, mach doch, mach doch. Guck mal, er ist tot, er ist tot. Hahaha, ha, ha, du bist sowas von tot. Wir haben alle zusammen, Leute. Wir haben es geschafft. Oh mein Gott. Waffen habe ich jetzt nicht alle dabei. Die eine, ich weiß gar nicht, wo sie sich befindet. Aber hier vorne, Ladies and Gentlemen, ist das Prophezeiungsbecken. Und das soll mir jetzt endlich mein Schicksal voraussagen. Ich glaube, mein Schicksal ist wahrscheinlich tot, ne? Wir aktivieren das jetzt gleich mal kurz. Hier seht ihr das. Hier droht der Zorn Zeus. Oh. Der Untergang steht bevor. Okay, das Ding geht an. Wir müssen Zeus und den Wächtern des Olymps zeigen, wie wichtig die Menschheit ist, bevor sich der Himmel schwarz färbt. Ist das jetzt wegen meinen Medaillons? Endlich eine Weissagung, die sich lohnt. Ist das Teil der Aufgaben? Tragödien, bereiten wir dich vor. Ey, lol, ich höre, das war das erste Mal. Ich glaube, das ist wegen den Aufgaben gewesen, oder? Oder ist das, weil ich jetzt alle Medaillons dabei habe? Ey, ich habe keine Ahnung, was hier gerade abgeht. Also entweder haben wir das Ding jetzt gerade aktiviert oder aber es ist wegen den Aufgaben gewesen, was ich eher glaube. Ich werde mal versuchen, zur Insel zu gehen. Mal gucken, ob dann irgendwas passiert. Wir wollen in einer Runde hier direkt alles abfertigen. Aber das war doch schon gespenstisch, Mann. Krank. Da vorne ist die Insel, die ist auch außerhalb. Wie viel macht das? Einsatz-Hex. Wir haben noch ein bisschen Zeit. Wir können auch schnell laufen. Ein bisschen Heilung habe ich auch noch. Ich hoffe, ich schaffe das noch. Ich will unbedingt herausfinden, was passiert. Vielleicht in dieser Season irgendwas, Leute. Ich gehe jetzt so drauf. Ich habe auch keine Flügel mehr. Zieh, Lambo. Ich liebe dich doch, Lambo. Guck mal, was ich hier für einen Schwachsinn gerade mache. Da hinten ist sogar der Rift schon.
Ich laufe einfach. Ich teleporte einfach. Keine Ahnung. Ladies and Gentlemen, wir werden jetzt zusammen herausfinden, ob hier irgendetwas passieren wird, wenn wir das Ding hier hinbringen. Es macht geisteskrank viel Schaden gerade. Aber wir können es nochmal voll heilen. Ich bin echt gespannt drauf. Haben wir es gerade irgendwie geschafft, was zu aktivieren? Oder war das einfach Teil der Aufgabe, Mann? Ich weiß es nicht. Hier passiert auf jeden Fall mal überhaupt gar nichts. Ich will das jetzt nicht so wasten. Ich glaube, ich sterbe, wenn ich jetzt in die Zone gehe. Mal gucken, ob es noch einen anderen Ort gibt. Wartet mal, ist das die Büchse der Pandora am Ende? Das könnten wir auch nochmal versuchen. Boah, wir können die Sachen noch zur Büchse der Pandora bringen. Ich sag euch, mit diesem Video, wir haben einfach alles ausprobiert mit den Medaillons. Das ist der Anfang und das Ende gleichzeitig. Ah, da schießt doch irgendeiner. Die Zone macht schon wieder Auge, die ist so schnell unterwegs. Ich werde so sterben jetzt gleich. Naja, egal. Ich will es trotzdem wissen. Können wir damit die Büchse vielleicht wieder öffnen? Komm schon, Büchse. Ich opfer dir jetzt gleich was. Und zwar alle Medaillons, die ich dabei habe. Wie sieht's aus? Geh auf. Bitte. Ich will die Runde jetzt nicht verlieren, deswegen. Passiert leider auch nichts. War ja irgendwie klar. Ich weiß gar nicht, ob ich überleben werde. Ich glaube nicht. Wir werden es, glaube ich, nicht schaffen. Leute, die Sturmkrankheit macht sogar schon Auge auf mich. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne kostenlos ein Like und ein Abo da. Ich habe wirklich alles versucht in dieser Runde. Vielleicht ist ja doch irgendwas passiert mit dem Becken. Ich weiß nicht, aber ich glaube, es waren Aufgaben. Das soll es vom Video gewesen sein. Gerne Creator-Code Wannabe im Itemshop benutzen. Schreibt gerne in die Kommentare rein, was ich noch versuchen kann. Like und ein Abo dalassen und dann hören wir uns im nächsten Video wieder.